Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr seht, ist wieder ein Jahr vergangen. Wir wollen unseren Weihnachtsbaum schmücken. Und dieses Jahr haben wir aber uns etwas Neues zugelegt, und zwar eine Weihnachtsbaumbeleuchtung. Die nennt sich Twinkly 250 RGB plus WLED der zweiten Generation, die man per App steuern kann. Wie diese Lichterkette eingerichtet wird, das werden wir euch in diesem Video nicht zeigen, denn da gibt es schon genügend Videos auf YouTube zu sehen. Wir wollen einfach nur die Benutzerfreundlichkeit dieser Lichterkette prüfen, ob es einfach ist für uns, diese Lichterkette an den Baum zu kriegen und danach auch einzustellen. Jetzt können wir ja mal ganz kurz reinschauen, was in dieser Kiste drin ist. Dazu komme ich mal ein bisschen näher, damit ihr das seht. Und zwar ist das eine schwarze Verpackung. Da ist eine Postkarte drin. Die Aufkleber haben sich gerade nach unten verabschiedet. Die Anleitung. Der Netzstecker oder das Netzteil für innen und außen geeignet. Also ihr könnt diese Weihnachtsbaumbeleuchtung auch außen aufhängen, entweder auf dem Baum oder unterm Vorhäuschen oder im Busch, was ihr gerade möchtet. Die Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten und zum Einrichten und zwei Stränge zum Beschmücken am Baum. Und wie ich das mache, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Viel Spaß! Geworden. Unser Baum ist mit der Twinkly bestückt. Ich habe, wie gesagt, diese zwei Stränge verteilt, einmal auf die unteren beiden und den zweiten Strang auf das obere Ende. Wichtig ist dabei, also so habe ich es jedenfalls gemacht, ich habe mir von dem zweiten Strang, wo ich oben angefangen habe, das Ende gesucht an dieser Lichterkette und habe von oben angefangen. Bei uns ist natürlich zu beachten, unser Baum steht in einer Ecke. Ich habe diesen Baum von hinten nicht geschmückt mit diesen Lichtern. Ich habe nur wirklich die Vorderseite, denn diese 250 Lichter von dieser Twinkly wären echt für diesen Baum, wenn man den ringsrum schmücken möchte, echt zu wenig. Also dann müsste man die 400er nehmen, praktisch für 400 Lämpchen. Wie wir das jetzt alles einrichten, das zeigen wir euch nicht, denn da gibt es genug Erklärvideos auf YouTube. Und wir zeigen euch einfach, wie es dann bei uns aussieht, denn ich habe ja noch vor, den Baum mit weiteren Kerzen, mit Kugeln und mit Accessoires zu schmücken, und wie das aussieht, das seht ihr gleich. So, das ist unser Tagwerk. Der Weihnachtsbaum ist fertig geschmückt. Dies Jahr ein bisschen anders als die anderen Jahre. Eher unkonventionell, mit Blumen, mit Rehen, mit Glitzergirlanden drin, aber natürlich die Kugeln dürfen nicht fehlen. Ist natürlich Geschmackssache, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Ich bin begeistert, ich finde es total toll. Das soll es von mir gewesen sein. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt, und jetzt im Nachhinein kommt noch ein kurzes Fazit zum Twinkly. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich komme jetzt ein bisschen zum technischen Aspekt. Wie einfach ist es tatsächlich gewesen, die ganze Lichterkette zu bedienen? Was sind unsere Erfahrungen über die Tage gewesen, wo diese Lichterkette bei uns auf dem Baum war? Und was sind so die Grenzen, die wir gemerkt haben? Zuerst wurde man aufgefordert, ein Konto zu erstellen und sich via Bluetooth mit der Kette zu verbinden. Bis dahin hat eigentlich alles problemlos funktioniert. Danach konnte man auswählen, ob man die Twinkly mit dem Heimnetz verbinden möchte
um sie später über den Sprachassistenten oder so zu steuern, oder ob man sich jedes Mal mit ihrem eigenen WLAN verbinden möchte, um Farbe oder Effekt zu steuern. Wir entschieden uns am Anfang für unser Heimnetz, das Verbinden hat bis dahin auch gut funktioniert, allerdings brach bei Einrichtungsversuchen immer wieder die Verbindung zur Kette ab. Das war schon ganz schön nervig und es war praktisch unmöglich, die Kette voll funktionsfähig einzurichten. Also haben wir die Twinkly zurückgesetzt und haben die Funktion ausgewählt, sie mit dem eigenen Funknetz zu verbinden. Das funktionierte eigentlich auch problemlos und im nächsten Schritt sollte man dann die Position der Lichter mappen bzw. scannen, sodass die App die Position oder der Controller und die Position der Lampen erfasst. Leider brach die Konfiguration der 3D-Ansicht immer mittendrin ab und jeglicher Fortschritt war weg. Wir haben das insgesamt eine Stunde probiert und haben uns dann entschieden, die 2D-Variante zu benutzen. Das hat einwandfrei funktioniert, aber das 3D hat bei uns überhaupt nicht funktioniert. Danach ging es an die Effekte. Die vorinstallierten Effekte sehen gut aus, lassen sich aber nicht sehr gut personalisieren, also haben wir uns ziemlich schnell dafür entschieden, für die Entstellung eines eigenen Effektes. Wir wollten so einen goldenen Baum mit ab und zu so weißem Blinklicht. Das war leider nicht möglich, obwohl am Anfang die Option eines weißen Blinklichtes besteht. Änderte sich dann aber in so eine Farbe dunkel, gelb oder orange und es war nicht möglich, die Farbe dieses Blitzlichtes zu ändern. Es ging einfach nicht. Wir haben diese Option nicht gefunden. Das war natürlich nicht so toll, also mussten wir irgendwie tricksen, dass wir einen anderen Effekt finden, haben dann letztendlich auch einen gefunden, der uns passt. Die Geschwindigkeit der Effekte, die sind super einfach zu ändern, da gibt es einen Punkt, kann dann die Geschwindigkeit so schnell machen, wie man will, so langsam machen, wie man will. Wenn man dann diesen Effekt fertig hat, dann geht man auf Speichern und allerdings ist das längste, wie dieser Effekt lang sein kann, 20 Sekunden. Und nach 20 Sekunden, wenn man diesen Effekt auf Dauerschleife hat, ja, dann flackert dieser Baum so ein bisschen auf und dieser Zyklus startet von neuem. Ein sauberer Übergang zwischen den Effekten ist leider nicht möglich oder die Option haben wir einfach nicht gefunden. Die Timer-Funktion, die Twinkly mit sich bringt, dass sie automatisch an- und ausgeht, hat eigentlich auch super funktioniert und vor allen Dingen super einfach, das einzustellen. Gleich, wenn man die App startet, sieht man den Timer und kann einfach die Uhrzeit, wann es an- und ausgehen soll, einstellen. Leider ist es nicht möglich, mehrere Timer einzustellen. Das heißt, wenn man sagt, der Baum soll früh von 5 bis 8 und abend von 16 bis 22 Uhr ein- und ausschalten, sich ist nur möglich, entweder zu sagen früh 5 bis 8 oder abend 16 bis 22 Uhr. Leider ist es einmal aufgetreten, dass der Baum anging mit einem anderen Effekt, sollte ja eigentlich den Effekt beibehalten, aber das war wirklich nur einmal, wer weiß, was da schiefgelaufen ist. Mittlerweile funktioniert das einwandfrei und es ist nicht mehr vorgekommen. Ein weiteres Manko, was uns aufgefallen ist, ist, dass wenn man einen eigenen Effekt erstellt, dieser Effekt nur auf dem Gerät sichtbar ist, auf dem man es erstellt hat, obwohl ja eine Kontoverknüpfung besteht, kann ich jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich auf meinem Handy den Effekt erstelle, bei meinen Eltern auf dem Handy diesen Effekt auch wieder vorfinden und aktivieren, falls man auf deren Handy einen anderen Effekt aktiviert hat. Im Großen und Ganzen funktioniert sie aber fehlerfrei, hat aber noch seine Ecken und Kanten, über die man gewillt sein muss, hinwegzusehen. Man bekommt ein noch ausbaufähiges System, in dem man relativ frei sich bewegen kann, aber jedoch schnell an seine Grenzen stößt. Trotzdem sieht es einfach nur super aus und ist ein Muss für den modernen Weihnachtshaushalt. Das war das Video. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in Twinkly. Deswegen noch frohe Weihnachten, ciao und bis zum nächsten Video.